Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag PFL Presents Passion for Life. Heute auch eine Premiere für mich, denn wir machen das erste Mal so ein kleines bisschen wie Sky, ne? So ein bisschen so Sky, meine Geschichte. Für alle, die es kennen, die wissen Bescheid. Alle, die es nicht kennen, das ist quasi ein Format, wo ein Moderator von Sky sich zu Hause einkauft, bei Sportlerinnen und Sport einkauft, ne? In Anführungszeichen. Der ist da gern gesehen. Und quasi da Sportlerinnen, Sportler zu Hause besucht. Und das können wir heute auch machen, weil ich bin eingeladen bei einem sehr, sehr guten Freund von mir und zeitgleich aber auch jemand mit einer sehr, sehr inspirierenden und auch vielleicht ein bisschen anderen Geschichte im Bereich Profifußball als die, die man so vielleicht bei Sky hört oder eben auch in Teilen irgendwie in den sozialen Medien, weil es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Die erste Phrase haben wir auch schon, Firat. Ich bin sehr froh, danke für die Einladung heute in deiner wunderschönen Wohnung. Also das Bild macht was her, glaube ich. Also du wirst das später noch sehen. Und ja, ich kann erstmal nur Danke sagen. Danke für die Zeit und Tag Firat. Paddy, ich grüße dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen. Du bist, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne willkommen und ein, ja, immer angenehmer Gesprächspartner natürlich. Wir haben schon viele, ich muss nur mal das Gerät mit hinlegen, dass alles passt, dass viele Gespräche geführt. Wir kennen uns jetzt seit 7 Jahren, Firat. Ist für mich immer ein bisschen ungewohnt, auch mit Leuten, sage ich mal, Folgen aufzunehmen. Wir haben es ja auch schon mal versucht und auch gemacht, die ich halt schon extrem lange privat kenne. Ja. Da war dann immer so ein bisschen, hat sich alles schon erzählt. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, aber andererseits denke ich mir so, ey, du hast gerade im Bereich Profifußball Sachen erlebt, die auch mal ein bisschen ein anderes Bild werfen auf die ganze Branche und auf das ganze Gezeterte im Umfeld vor allem. Aber grundlegend, du weißt es, du hast unter anderem ja auch mit Dennis Mast die Folge selbst gehört, du weißt, wie es hier losgeht bei mir. Wer bist du, was machst du, Firat? Ja, also ich bin der Firat Zuxus für die Leute, die mich nicht kennen. Bin Berufsfußballer, hast es ja auch schon angeteasert, spiele mein Leben lang eigentlich nur Fußball, seitdem ich denken kann. Seit 7, 8 Jahren jetzt auf professioneller Ebene, sprich aus der Schule raus und habe eigentlich nur noch mit Fußball mein Geld verdient. Genau. Du bist dann verschiedene Vereine hast du abgekappert. Du warst zuerst bei einem kleinen Verein, glaube ich, wo hast du angefangen hier in Berlin? Bei SC Siemensstadt. Genau. Das ist ein ganz kleiner Bezirkverein. Ja, genau. Und dann bist du von dort direkt zur Hertha? Oder? Nee, ich hatte ein paar Umwege. Also vielleicht noch eine kleine Vorgeschichte zu dem Thema. Das hatten wir ja auch gerade eben kurz besprochen gehabt, wie ich überhaupt zu dem Fußball gekommen bin. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch ganz interessant zu hören. Weil ich nicht so der klassische, mit 3 Jahren gegen Ball getreten und dann, ich wusste, dass ich Fußballer werden will. Das ist kein Bravo, aber wobei, da sehe ich gerade, die Literatur steht schon da, ey. Ja. Zlatan, ist ja, das geil. Ja. Hast du gelesen oder steht unter? Zlatan habe ich gelesen, ja. Und ist also, gut? Ist sehr empfehlenswert, ja. Also man kennt ja, wie er ist, sehr extrovertiert und sehr von sich überzeugt. Und ich glaube, vielleicht in dem Ausmaß, was er hat, vielleicht ein bisschen, ja, nicht ungesund, aber muss nicht unbedingt sein, aber man kann sich auf jeden Fall mindestens mal eine Scheibe von ihm abschneiden. Aber ich wollte gerade sagen, da können wir ja vielleicht, bevor wir den ganzen Weg durchgehen, das Thema schon aufmachen, weil das ja eine Sache ist heutzutage auch Profifußballer oder Berufsfußballer, die, sage ich mal, denen oft, entweder wenn das Sympathisanten sind, nachgesagt wird in einer positiven Art und Weise oder eben auch denen vorgeworfen wird in einer negativen Art und Weise, wenn das so Paradiesvögel sind. So. Brauchst du auch ein bisschen diese Beklopptheit und ein bisschen dieses, sag ich mal, es gibt viele Geschichten und wenn man so durch TikTok durchscrollt zum Beispiel auch oder so, dann gibt es immer wieder auch Frauen, die vor Profifußballern warnen, gerade so in der dritten Liga und so, ne? Musst du ein bisschen auch so sein, so ein bisschen abgespaced, dass das überhaupt klappen kann? Würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, weil ich glaube, wir beide kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube, du kannst ganz gut bestätigen, dass ich da vielleicht einer der wenigen Ausnahmen bin, die da jetzt vielleicht nicht so dieses typische
ja, Fußballerleben oder das klingt jetzt klischeehaft, aber genau, es ist halt wirklich, genau, du bist halt echt ein ruhiger Typ einfach so, ne? Dieses Klischee eines Fußballers einfach bedient, weil ich war immer so der Typ Mensch auch, vielleicht nicht der Typ Fußballer, aber der Typ Mensch, der sehr, sehr ruhig ist, also der auch viel Ruhe braucht, um einfach über viele Sachen nachzudenken, die passieren. Wie gesagt, ich rede jetzt überhaupt nicht über den Fußball, weil auf dem Fußballplatz ist nochmal was komplett anderes. Da bin ich wirklich, komme ich aus mir raus und bin extrovertiert und will halt auch um jeden Preis Spiele und Wettkämpfe gewinnen. Ich glaube, das musst du aber, also das ist wiederum eine Sache, die du auf jeden Fall haben musst, als nicht nur als Fußballer, sondern glaube ich als Athlet, als Profisportler. Ich glaube, wenn du das nicht hast, dann wirst du an einem Punkt in deiner Karriere aufhören, 100% zu geben. Und ich glaube, das ist dann so der erste Schritt, ja, wo es dann einfach nicht mehr in die richtige Richtung geht und du dann einfach nicht mehr auf höchstem Level Tag für Tag performen kannst. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, ich bin da einfach außerhalb des Platzes extrem, ja, nicht introvertiert, aber schon in sich gekehrt. Ja, du bist halt einfach ruhiger. Einfach, oh, jetzt ruhig, haben wir sogar Sonne von hinten, das, genau, ist ja mega schön. Aber genau, wie, also, ich kenne dich ein kleines bisschen auf dem Fußballplatz. Also wie gesagt, du hast bei Hertha BSC gespielt, das steht ja auch alles in der Beschreibung unten drin. Du hast bei RB Leipzig gespielt, dann auch noch, auch dann dort den Schritt zu den Männern gemacht, quasi in die U23 rein. Genau. Und dann ging es los mit wirklich auch Profifußball, Aalen, Jena und so weiter und so fort. Hast du solche Beispiele auch gehabt im Umfeld, wo du das Gefühl hattest, so, ja, jetzt geht der Fokus ein bisschen flöten? Wie du es gerade beschrieben hast, dieses, ne, nicht mehr dieses hundertprozentige. Also bei mir jetzt? Oder? Nur bei allgemein oder bei anderen auch. Bei dir glaube ich es nicht, aber ich kann es auch nur von außen, sage ich mal, sagen. Wie ich dich einschätze, wir kennen uns jetzt seit acht Jahren. Ja, ja. Also ich kenne viele Stories, viele Geschichten, viele Spiele auch, mit denen ich zusammengespielt habe. Klar, Männerbereich, aber viel, viel krasser finde ich es so in der Jugend. Weil ich hatte da ja auch ein paar Stationen, die jetzt, wo man schon sagt, okay, da wirst du ausgebildet, einfach um Profifußballer zu werden. Und zwar top-notch, da geht es ja nicht um dritte Liga, sondern bei Hertha, ja, und RB. Um Bundesliga, dann, genau, um internationalen Fußball, wo dann halt wirklich auch sehr, sehr viel Geld im Umlauf ist, wo dann auch andere Interessen von vielen Parteien dann mit reinfließen. Aber ich finde es in der Jugend, finde ich es noch viel, viel krasser, weil du da einfach diese Schere zwischen, wie wichtig ist es, ein Talent zu sein, also im Jugendbereich, wie wichtig ist es, ein Talent zu sein, und wie groß ist dann aber so diese Schere zwischen einem Spieler, der viel Talent hat, und einem Spieler, der wenig Talent hat. Das sieht man auf dem Platz sofort, also wirklich sofort sieht man das. Und woran? Ich bin jetzt Laie, woran, also ich jetzt nicht, aber ich tue jetzt so, woran mache ich das fest? Also zwischen, weil ich sag mal so, wir kommen noch zu einigen Jungs, mit denen du gekickt hast. Joshua Kimmich beispielsweise, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Gigantisches Talent gepaart mit dieser, da drüben steht Zlatan, mit dieser positiven Geisteskrankheit. Ja, so, ja. Dem sieht man das an. Aber was hat den in der Jugend bereits schon abgehoben vielleicht oder differenziert von anderen aus seinem Team? Also wenn ich, also du willst jetzt über das Thema Kimmich reden, nehme ich an, oder auch andere? Auch andere, allgemein erstmal, ne? Also erstmal allgemein, wie halt, wenn du sagst, du kannst ganz klar sehen, jemand hat weniger Talent, jemand hat mehr Talent. Ja. Im Jugendbereich. Also ich fand es immer krass, ich hatte einige Spieler in meinem Jahrgang, die einfach schon in der U15, wo es eigentlich noch so dann die ersten Schritte Richtung Großfeld dann geht, ne, in der C-Jugend, da hat man einfach schon gesehen, der eine, der konnte mit beiden Füßen gleich gut schießen, der konnte, hat von 5 Freistößen 4 in den Winkel gehauen, der konnte passen mit links, rechts, der konnte, also du hast einfach gemerkt, okay, der ist einfach ein Talent, also das ist etwas, das kannst du mit 15 Jahren, klar, wenn du viel trainierst, dann kommt das mit der Zeit. Aber in dem Alter, du bist noch im Wachstum, da sind noch so viele Faktoren, die noch mit reinspielen, dann die Hormone, wer weiß, vielleicht kommt dann irgendwann die erste Freundin dazu. Pubertät, klar, ist genau, dann, also normal. Genau, es sind Sachen, die so, also externe oder auch interne Sachen, die dann mit einfließen, aber du siehst einfach in dem Alter schon, okay, wenn der klar im Kopf bleibt und
Ich denke, da werden wir jetzt auch noch später noch drauf kommen. Dann führt kein Weg daran vorbei, dass der irgendwann in der Bundesliga landet. So. Und das hast du bei einigen Spielern auf Anhieb gesehen, ob es jetzt ein Kimmich war, ob es jetzt viele andere Spieler waren in dem Alter. So, wenn ich jetzt meinen Jahrgang aufzähle, ein Jonathan Tah zum Beispiel, 96er Jahrgang, ein Timo Werner. Du hast einfach gesehen, okay, diese Jungs sind. Die sind nicht normal. Also, die haben einfach ein gottgegebenes Talent. Timo Werner in dem Alter, keine Ahnung, ich glaube, der ist auf 30 Metern 3,7 gerannt. So eine Schnelligkeit, die ist gottgegeben. Beidfüßiger Abschluss, wie du willst. So, das kannst du in Wo dem hast du Alter ihn? nicht Habt ihr lernen. euch da bei den ganzen Stützpunkttreffen dann Genau, getroffen, oder? dann hat man sich natürlich immer mal wieder auf den Plätzen gesehen, ob es jetzt bei Meisterschaftsspielen war, ob es bei Lehrgängen war für die Nationalmannschaft oder drum und dran. Also du hast die Spieler schon immer regelmäßig gesehen, hast sie natürlich auch immer wieder bei Highlight-Videos und so. Also man läuft sich da schon öfter über den Weg. Klar, wenn dann ein Spieler wie ein Stürmer dann immer öfter trifft, dann liest du halt Woche für Woche, so wie es zum Beispiel bei Messi oder Ronaldo ist. Ja. Die Namen sind immer in aller Munde. Warum? Weil die halt Woche für Woche auf einem Niveau, was schon nicht mehr normal ist, CR7 hat jetzt einen Viererpack geschnürt, ne? immer, In immer, Saudi-Arabien. ja, also dass diese Leute immer noch in dem Alter, in dem, was sie auch erreicht haben, immer noch diese Gier haben zu sagen, okay, ich will noch mehr. Das ist halt einfach bemerkenswert. Und das ist halt irgendwann auch der Punkt, was ein Talent von einem hart arbeitenden Talent unterscheidet. Also wenn du Talent hast, klar, du brauchst ein gewisses Talent. Keiner kann mir sagen, dass Ronaldo kein Talent hatte. So, klar, er hat sich vieles oder fast alles selber erarbeitet. Messi hatte vielleicht ein bisschen mehr Talent, aber man kann auch nicht sagen, dass Messi nicht gearbeitet hat. Am Ende des Tages, wenn du so Bei eine ihm ist ja noch viel Torquote. mehr mit dazu, auch noch mit dieser ganzen hormonellen Behandlung, auch mit diesem Ja, ja. Wachstumshormon und so, mit dieser ganzen, das ist ja bei ihm dann dafür so ein bisschen dieses, wo ich mich ja auch immer gern so ein bisschen versteckt habe hinter, weil du weißt, ich war auch immer Team CR7. Für mich, wie gesagt, Ja, für mich ja. gibt es die Diskussion nicht mehr seit der Weltmeisterschaft einfach. Das ist, ja, oder? Ja. Also wollen wir drüber diskutieren. Ja. Aber er hat eben dann was anderes halt zum Beispiel zu seinen Lasten gehabt, Messi, eben mit dieser Hormontherapie beispielsweise. Ja. Aber das sind ja, sag ich mal, wirklich, das sind ja zwei Ausnahmegestalten. Aber Genau. das lässt sich auch schon runterbrechen auf den Jugendbereich, sagst du, dass du ganz klar jetzt, wenn du rekapitulierst, sagen, also ist natürlich jetzt einfach, jetzt zu sagen, gut, ich habe aber auch gegen den gespielt. Jetzt sind die bekannt, sind Nationalspieler, sind Fußball-Weltstars, haben Titel gewonnen, etc. pp. Gab es auch Leute, bevor wir dann zu deiner Geschichte endlich kommen, aber gab es auch den Leute, wo du sagst, ey, da hätte ich gedacht, die haben dieses Talent, und dann, jetzt kennt die keine Sau mehr? Ja, gibt's auf jeden Fall ein paar. Also einer fällt mir da Also tatsächlich ohne auf, Namen sind natürlich, ne, aber. ja, einer fällt mir da tatsächlich auf Anhieb ein, der in der Jugend auch wirklich auf einem Level halt mit diesen Spielern war, die ich gerade aufgezählt habe. Wo? Hertha oder BRB? Nee, also es war komplett woanders. Okay. Aber es war tatsächlich so, wo ich auch gesagt habe, okay, dann auch tatsächlich irgendwo dann auch einen Profivertrag unterschrieben, aber sich nie so richtig durchgesetzt. Man hat dann gesehen, okay, so, das ist dann halt ein Talent, was dann vielleicht ja so ein bisschen abgedriftet ist, würde ich sagen. Also Ich habe halt einen Namen im Kopf, ne? ja, ich glaube, es kann sogar sein, dass wir über den gleichen reden, aber Initialen DA? nein. Nee. Und weißt du, was ich Nein, meine mit DA? nein. Schalke? Ja, 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 ja. Nee, Meinst du, aber den meinst du nicht? den meinte ich nicht, Okay, nee, den gut. meinte ich nicht. Aber den könnte man tatsächlich da auch mit reinzählen. Wen meinst du? Gib mal die Initialen. SK. Oh, ja. Okay, krass. Also okay. Hast du mit ihm gespielt, gegen ihn gespielt Gegen ihn mal? gespielt und halt auch bei ein paar Lehrgängen und so auch zusammen. Okay, ja. Also bei dem hätte Und der ich hat aber auch viele Chancen bekommen, ja? Halt zu 100% gedacht, okay, der wird am Ende seiner Karriere 200 Bundesliga plus haben, also Spiele. Und Ja. ja, dann hat man halt gesehen, so ich habe gegen den noch gespielt, da war ich in der zweiten bei RB. Und so, der hat dann auf meiner Seite gespielt und ich bin mit einem riesen Respekt in dieses Spiel gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn der noch ansatzweise so gut ist wie damals, dann habe ich hier keine Chance. Aber es war tatsächlich andersherum, wo ich gesehen habe, okay, bei mir war es ja genauso. Ich hatte auch
relativ wenig Talent im Vergleich zu dem einen oder anderen. Aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, Fußball ist ein Sport, der auf dem Platz sehr dankbar ist. Also du, das, was du machst, das kriegst du sofort zu sehen auf dem Platz. Wenn du mehr arbeitest, so, du siehst es einfach sofort, okay, wenn du das kontinuierlich machst, du merkst einfach die Ergebnisse, du merkst, dass es funktioniert, dass du vorangehst. Und ich glaube, der ein oder andere Spieler hat sich einfach zu sehr auf sein Talent verlassen. Es ist ein gängiges Problem. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die man unabhängig vom Profisport sehen kann. Also es ist ja, ich muss überlegen, wir haben ja zusammen Sportwissenschaften studiert. Also ich habe Genau. studiert, Virat hat keine Ahnung. Ich war nur da für die Mensa. hat einen Seminarraum gefüllt und hat die Mensa leer gefressen. Virat hat halt einmal Schnitzel geklaut. Ne? Weißt du es noch? Wo das Mensa-Fachpersonal dann zu unserem Tisch gekommen ist, weil du deine Hähnchenschnitzel unter die Ah, Spaghetti gehauen stimmt. so Ja, viel war ziemlich unangenehm. ja, für uns zwei, wie du dann da saßt wie, ey, ich hab das total vergessen, Bro. So, Bro. ja, Firat ist ein Verbrecher. Aber lass uns doch gerne mal an den Punkt, wenn du sagst, du hast nie wirklich Talent gehabt dafür. Okay, dann können wir ja mal uns ein bisschen durchwühlen durch deine fußballerische Laufbahn. Weil die wirklich, wirklich spannend ist, von Höhen und Tiefen geprägt sind. Viele Ja. Laufbahnen, auch unabhängig vom Sport, aber bei dir halt habe ich das Gefühl, wirklich auch in extremen Ausschlägen. Du sagst, du hast nie Talent gehabt für Fußball. Warum dann angefangen? Also vielleicht muss ich das ein bisschen revidieren. Also Talent hatte ich schon, aber ich hatte halt nicht dieses Talent in dem Ausmaß wie der ein oder andere, mit dem ich dann Okay. halt später zu tun hatte. Okay. Genau. Aber also wie bin ich zum Fußball gekommen? Es war tatsächlich so, dass es nicht meine erste Sportart war. Also ich habe angefangen mit Schwimmen, weil ich mein Abzeichen gemacht hatte. Ich glaube, das erste war Seepferdchen oder so. Genau, ja. Ist bis heute noch eins dazugekommen, Ja, ich oder? habe dann kommt Bronze, glaube ich. Bronze, Und Silber, Silber, Gold, genau. ja, Silber habe genau. ich dann auch noch gemacht dann Ja. irgendwann. Aber dann war es das dann auch. Wie gesagt, also mit Schwimmen angefangen. Aber auch direkt so, halt wirklich so Ambitioniert so? leistungsbezogen ambitioniert, Nee. oder wie meinst du das? Weil wir haben Also. ja alle mal mit Schwimmen angefangen irgendwie, wir haben ja alle Ja, so, ja, also. ja. Also ich glaube im Unterbewusstsein schon mit der Ambition, dann immer der Beste zu sein. Ne? Das habe ich zum Beispiel beim ersten Mal gemerkt, als wir dann diese Prüfung hatten für Seepferdchen. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber diese Prüfung war halt wirklich nur, du musstest irgendwie zwei Bahnen hin und zurück und dann schwimmen Ringe tauchen, und dann glaube ich, Ring noch, einmal ne? von Und 1,80 m durchs oder Becken oder so. irgendwie Irgendwie so sowas. Also wirklich Späße, irgendwas, ja. was jeder schafft. Also neun Ja. von zehn Kinder schaffen das. So. Oh, das ist, glaube ich, eine spannende Aussage. Also die zum Schwimmen kommen, weil es ist ja Ja, im, natürlich, heutzutage natürlich, immer so, ne? natürlich. Es ist traurig, Also wie wenig noch schwimmen wenn der können. Körper das natürlich zulässt und Ja, gut, oder halt, wenn du halt Schwimmen überhaupt lernst. Ich meine, es ist ja heute, ne? Wir haben ja so einen großen Mangel auch an Schwimmbädern, an Möglichkeiten, an Schwimmlehrern und so, dass viele Kids auch nicht schwimmen. Aber wenn du, sag ich mal, die Prüfung anfängst, dich anmeldest, dann schaffen die ja, 9 von 10, dann müsstest absolut. du das eigentlich hinbekommen, genau. Ja. Und bei mir war es halt dann relativ schnell der Fall, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann Sachen nicht irgendwie so lala machen, sondern es ist immer so eine Art Wettkampfcharakter mit dabei. Das habe ich relativ schnell gemerkt. So, ich war da, Kenne ich. keine Ahnung, 5 oder so, 4, 5, wo ich dann angefangen habe, dann das Abzeichen zu machen. Und dann war der Tag der Prüfung und dann sind wir halt diese Bahn geschwommen. Ich kann mich daran erinnern, als ob es gestern passiert ist. Und dann sind wir die Bahn geschwommen und es ging wirklich nur darum, dass du im Ziel ankommst. Also es ging weder um Zeit noch um irgendwie Genau, du hast ja Ausführung, nur sondern du musstest dieses einfach nur mit. Scheißabzeichen bekommen, Genau. beziehungsweise steht ja, glaube ich, ja dann in diesem, du hast ja dann noch so ein, ne, So ein Heftchen so ein bekommen, Heftchen bekommen, steht die Zeit dann drin, aber die juckt ja ja, aber keine Sau, die die interessiert überhaupt interessiert nicht. keinen. Und ja, erzähl weiter, es Und ist sehr spannend, weil für mich war das halt schon damals so, dass ich gesagt habe, okay, der erste Platz oder nix. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ein Mädchen und auch in meinem Alter, glaube ich, hat halt auch das Abzeichen gemacht an dem Tag und ist vor mir ins Ziel gekommen. Paar Sekunden früher, keine Ahnung, 5 Sekunden oder so. Ja. Und das hat mich so gefrustet danach, dass ich tatsächlich angefangen habe zu weinen. So, ich war Wert halt was? Fünf, fünf sechs? Jahre, fünf Fünf, Jahre, okay. so
du bist halt eigentlich in dem Alter froh, dass du eigentlich so ins Ziel gekommen bist, hast ein Abzeichen gemacht, hast dann wahrscheinlich draußen noch am Süßigkeiten stand. Ist auch früh, oder? Also ist auch früh für Schwimmabzeichen, oder? Weiß ich gar nicht. 5 Jahre? Aber ich glaube, das ist einfach mal. Also klar. Ja, kann gut sein, ja. Also vielleicht war sie auch ein Jahr älter als ich oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hat mich das so gefrustet, dass ich einfach danach angefangen habe, jetzt nicht für allen natürlich, das war mir natürlich peinlich in dem Alter, angefangen habe zu weinen. Gerade wenn du als Junge wegen dem Mädchen weinst in dem Alter, genau, noch mal, das geht gar nicht. Nochmal schlimmer in dem Alter, ja. Genau. Das stimmt. Und deswegen habe ich da schon, klar, es war dir in dem Moment nicht bewusst, aber wenn ich so das Jahre später so einfach mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, habe ich einfach gemerkt, okay, mein Ehrgeiz war damals schon an der richtigen Stelle und bin dann weiter zum Schwimmunterricht gegangen und habe einen Tag, das weiß ich noch, also musst du dir vorstellen, es war so eine Art Sportverein. Also ein Verein, wo genau 100 Sportarten gemacht werden. Ja, ja. Und hatte ich einen Freund von mir, der kam einen Tag auf den Parkplatz mit seinem Vater und Parkplätze waren halt für alle Sportarten gleich, ne, sind wir da raufgefahren und ich wollte gerade zum Schwimmen gehen und er kam gerade vom Fußballtraining mit so einem kleinen Pokal in der Hand. und, das war's für mich. Und dieser Pokal, ohne Witz, ich kann mich an kein Wort von dieser Konversation damals erinnern. Ich habe einfach nur diesen Pokal gesehen und habe danach direkt die so Jacke von meinem Papa gepackt und habe gesagt, ey, ich muss anfangen, Fußball zu spielen. Ich muss diese Pokale sammeln. Weil ich schwimme und krieg keinen. Und der macht halt so, irgendeine Sportart. Ich krieg ein Abzeichen, was du dir irgendwo raufsticken kannst. Und der kriegt da so ein Tafelsilber, sag ich mal. Ja, genau. Und das ist jetzt mein neuer Anreiz. So. Und Vater gesagt, okay, perfekt, mach mal so. Und dann, glaube ich, in der nächsten Woche direkt angemeldet. Und genau so ist dann die Laufbahn entstanden. Genau. Das ist krass, weil man ist ja immer so, Fußball ist ja eigentlich Teamsport und gerade auch, desto höher du kommst, desto mehr kommt es ja auch, sage ich mal, dann darauf an, weil irgendwann hat jede Mannschaft individual Künstler so, oder Künstlerinnen, ne? Mehr als vielleicht andere Teams, aber irgendwann können halt alle einfach kicken und bei mir war es genauso. Also ich war ja Torhüter und du weißt, ob ich drauf war, so auch im Seminar, in der Uni und so. Fußball ist Mannschaftssport, für mich war es immer Einzelsport auch. Ja, also weil für mich war immer, okay, du stehst im Tor und das ist eine komplett andere Aufgabe, losgelöst von den anderen 10 Aufgaben auf dem Platz deiner Mannschaft. So. Und ich war auch, ey, ich war nur unterwegs zu Hallenturnieren für diesen scheiß besten Torhüter-Pokal früher. Mir war alles egal, wir konnten Letzter werden. Das kann ich ja mal so offen und ehrlich sagen jetzt. Das war mir alles immer scheißegal. Aber wehe dem, ich bin nicht besser Keeper geworden. Ja. So. Wenn ich es geworden bin, waren wir meistens nicht Letzter, logischerweise. Aber ich war so auf diese Pokale so geil. Ja. So, und bei mir, und das ist vielleicht noch ungesünder und deswegen dieser ungesunde Ehrgeiz ist halt voll faszinierend, weil es ist auch ein Thema, was ich sogar mit meiner Therapeutin mal besprochen habe, weil ich auch diesen extremst krassen Leistungsgedanken halt habe, nach wie vor und auch hatte als Kind schon, so, den du auch teilst, in diesem jungen Alter, wo man sich halt auch fragt, oder sie mich auch gefragt hat, meine Psychologin, ist es gesund auf dem Level? Kann das gesund sein, wenn du ein Kind halt mit so jungen Jahren schon so einen Druck umgehen lässt? Aber auf der anderen Seite sagst du ja auch, das kam ja von innen. Und bei mir war es ja genauso. Und ich denke mir dann immer so, mein Gott, also wenn wie krass ist das bitte? Und das so, also ich meine, ich bin jetzt kein Profifußballer geworden. So, ich habe es nicht gepackt, ja. Aber die Ambition war immer da und das Mindset war immer da. Und ich war als Kind schon wirklich genauso wie du. Mit 4, 5 Jahren zu sagen, Schaum vom Mund und gib ihm, ich muss trainieren, Schule muss passen und Essen muss passen. Mit 5, 6 habe ich Bravo Sports durchblättert. Und habe mich da keine Ahnung was mit da waren halt solche scheiß Artikel drin, so, ja, in diesen Häusern wohnen deine Fußballstars, so. Und ich war so wie, ey, geil. Nee, das ist das Ziel. Und ja, und das ist vielleicht dann ungesund, weil es gibt natürlich auch viele Sportlerinnen und Sportler, die sagen, ich habe erstmal angefangen, weil mir die Bewegung so viel Spaß gemacht hat und so. Das klappt auch meistens dann mehr, als wenn ein Kind direkt sagt,
Para. Ja, natürlich, so. Natürlich. Aber bei dir war es ja auch dann von außen die Motivation. Das ist ja schon spannend. Ja. Also ich glaube, du fängst auch allgemein mit einem Sport an, ohne diesen ja, wirtschaftlichen Gedanken. Also du fängst einfach an, weil erstens wäre ja schlimmer als Kind eigentlich. Also, und du hast ja Bock auf Bewegung und, ne? Ja, genau, oder genau. Du sagst ja selbst, man muss sich ja nicht zwingen zum Sport. Definitiv. So, das ist dann einfach passend. Und dann warst du beim Fußballtraining und dann hast du gemerkt, ey, Papa irgendwie läuft. Ja. Oder wie? Ich habe relativ schnell gemerkt, dass der Sport mir sehr gut liegt. Ich bin nie der Größte in der Mannschaft gewesen, bin ich noch immer nicht. Aber ich glaube, das war nie von Nachteil, weil ich einfach gesehen habe, okay, ich kann mit der Kugel Sachen, die vielleicht der ein oder andere nicht können. Und da wieder jetzt vielleicht der Bogen zurück dazu, dass ich sage, ich hatte schon Talent. Mhm. Ich habe schon gemerkt, dass ich mir Sachen schneller aneignen konnte als der ein oder andere. Aber ich war halt nicht von Talent gesegnet, was im Nachhinein auch gar nicht schlimm war, weil ich habe mir halt vieles durch harte Arbeit und ja, alles drumherum, Schlafrhythmus und auch viele Verzichten und wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich eh noch drauf kommen, auf diese Art und Weise zurückgeholt. Ne? Und deswegen, wie gesagt, in dem Alter auch gemerkt, okay, ganz okay, passt. Dann Jugendmannschaften durchlaufen. Ich war relativ lange bei Siemensstadt. Ich glaube 5 oder 6 Jahre bis zur D-Jugend. D-Jugend und von da bin ich dann zu Rehberge gewechselt, BSC Rehberge, bisschen besserer Verein, mhm. Die dann auch in der D-Jugend Verbandsliga gespielt haben. Das war mein erstes Jahr zum Beispiel in der Verbandsliga. Das ist in dem Bereich, dann ist es die höchste Spielklasse, Liga, ja, ne? In der D-Jugend ist das die höchste okay, Liga. Okay, okay, okay. Dann in der C-Jugend war das ja dann das erste Jahr auf Großfeld. Großfeld, ja. Genau. Und erste Jahr dann auch, was ist das, 2x35 Minuten, glaube ich. Irgendwie sowas. Wie war denn das? Ja, du hast, glaube ich, mit der U19 fängst du an, ab der A-Jugend 90 zu spielen. Genau. Ne? Dann und B-Jugend ist 80. 80, 240. Ist 70. Dann haben wir 235. Genau. Ja, ja, ja. Und das hat natürlich auch erstmal so ein paar Wochen gedauert, dass ich mich da adaptiert habe. Tor war größer, Gegenspieler waren schon reifer. Frag mal mich als Torhüter. Plötzlich stehst du in so einem Ding und denkst so, ja, Alter. Ja, wie soll ich denn machen? Was ist denn los mit euch? Ja? Ich hatte eine überragende Elferquote auf dem Kleinfeld. Ja. Und dann, stehst du in diesem Großfeldtor und weißt plötzlich, ja, also du kannst gar nicht mehr so handeln wie vorher, weil die Zeit hast du gar nicht. Das Ding knallt halt dann rein neben dir, 3,50 Meter weg. Ja. Nee, genau. Dann, wie gesagt, dann bin ich dann zu Frohnau gewechselt in die C-Jugend. Das war dann... Aber krass, weil du bist dann C-Jugend. Genau. SC Großfeld. Und dann immer noch nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum. Nein. Das war damals bei mir... Ich hatte halt einfach, wie gesagt, nicht dieses Talent. Und in dem Jahr brauchst du halt... In diesen Altersstrukturen spielen halt nur Leute, die halt mehr Talent haben als der andere. Oder schon biologisch ein bisschen früher reif, klar, oder so vielleicht. Die vielleicht schon in der C-Jugend 1,85 sind, die spielen dann halt bei Hertha oder bei Union. Und der Rest muss sich dann halt unterordnen. Ne? Das war aber für mich nie das Problem, weil ich immer daran geglaubt habe, dass ich irgendwann in diesen großen Mannschaften spielen werde, weil ich daran geglaubt habe. Ich wusste, ich habe die Qualität dazu, ich muss einfach nur arbeiten. Einfach nur mehr arbeiten als der andere. Das war mir damals schon bewusst. Und deswegen war das für mich nie so, boah, okay, ich bin jetzt in der C-Jugend und ich spiele noch immer nicht bei Hertha oder Union. Sondern ich habe halt gesagt, okay, was muss ich machen, um da zu spielen? Und genau, dann die C-Jugend da gespielt. Das war zum Beispiel Landesliga. Also wieder... Also C-Jugend war ich dann, als jüngerer Jahrgang, habe ich dann in der ersten C in der Landesliga gespielt. Und sind glücklicherweise dann in dem Jahr aufgestiegen in die Verbandsliga und habe dann das Verbandsliga-Jahr dann auch noch mitgemacht als älterer Jahrgang. Und ab da ging es dann halt so langsam los. Ne? Dann wurde da auch dann zu der Berliner Auswahl eingeladen. Sprich, die besten Spieler in deinem Jahrgang aus Berlin wurden dann dahin eingeladen. Und es war so das erste Mal, wo ich mich dann halt mit Spielern messen konnte und durfte, die einfach so die Besten waren aus Berlin. Und ich sag mal so, Berlin hat jetzt keine so schlechten Kicker.
ne, ist ja auch ein großer Pool genau. da, ne? Also. Deswegen, also es war da schon so, oh, okay, boah, was kann der schon, boah, der kann jetzt schon bis 100 jonglieren und also wirklich, du vergleichst dich dann halt in allem. In allem Scheiß, in ja. Allem, krass. Obwohl das halt eigentlich nichts mit der Leistung auf dem Platz zu so, boah, okay, ja, der hat so eine gute Kopfballtechnik und hier, also wirklich, du. Und das war halt aber positiv, um da was mitzunehmen, ja, ja, oder macht das halt Druck dann plötzlich das erste Mal so richtig? Es macht Druck, aber das ist halt das, was du dann am Ende des Tages auch aushalten musst. Ne? Also ich finde, was sehr, sehr wichtig auch im Fußball ist, der mentale Part. Und das ist für mich viel, viel wichtiger als das, was du mit denen meinen kannst. Ja. Weil am Ende des Tages, du kannst der Beste sein, den es gibt auf dem Bolzplatz, wenn du das halt vor, ich sag mal, 50.000 Zuschauern nicht auf die Reihe bekommst, die gleiche Leistung zu bringen, dann bist du halt kein guter Spieler. So, am Ende des Tages. Und das hat nicht viel mit deiner Qualität zu tun, sondern mit deiner mentalen Stärke. Die hast du ja, genau. Die Qualität hast du. Das weißt du und das weiß vielleicht der ein oder andere, mit dem du dann Zeit verbringst auf dem Bolzplatz. Aber das weiß keiner, der dir dann im Stadion zuguckt. Dann sagt, okay. Nee, warum spielt der Suso schon wieder? Ne? Also ich würde das besser machen als der. Du weißt ja, wie die Fans sind. Der Mann ist ja selber so. Natürlich. Also und, gestern, wie gesagt, ich weiß nicht, hast du das Spiel gestern gesehen? Gestern, also Aufnahmestand ist 12.2. RB gegen Union? Das Ding von Renault muss er haben. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich... Das war ein Strahl von Benny Henrichs, der war satt getroffen, der war stark geschossen, ja. Aber Renault ist komplett mit dem Patschehändchen dran und die knickt komplett nach hinten weg. Und ich sage, muss nur zumachen, das Handgelenk. Ja, er muss ihn haben. Er hat ihn ja auch. Das ist dein Bereich. Aber, das musst du besser, gesagt, das kannst du besser beurteilen. Jetzt, und wie gesagt, ich sitze jetzt einen Tag später in Berlin auf irgendeiner Europaletten-Couch, ja, habe mir gerade einen Cinnamon-Bun reingeschmissen und ein Käffchen getrunken. Ich habe gut reden. Ja, so, weißt du, aber natürlich, man ist so. Vor 2 Monaten waren wir wieder alle Bundestrainer, 80 Millionen Stück, ja, weißt du? Also, so sieht's aus. Wo war man jetzt? Ach, mentale Stärke, genau. Genau. Landesliga und du hast aber... Genau, da habe ich mich zum ersten Mal halt mit den Besten aus Berlin messen können. Wo ich dann aber auch relativ schnell gemerkt habe, okay, es gibt nichts, was man nicht durch harte Arbeit irgendwie wegmachen kann. Weil da habe ich halt wirklich zum ersten Mal so Berührungspunkte gehabt mit Spielern, die dann halt schon dann... auch Richtung Nationalmannschaft in dem Jahrgang und so. Also und die Union-Nationalmann. Genau, ja. Genau. Ja, hast du ja aber auch gespielt später irgendwann. Kommen genau, wir noch dazu, das, ja. Das kommt auch noch, klar. Ja. Aber da war ich noch, in dem Alter war ich meilenweit davon entfernt. Weil ich war froh, dass ich mich mit diesen Spielern messen durfte, auf demselben Platz, wie die stehen durfte, auch wenn es halt hart klingt in dem Alter. Aber hast du die schon angehimmelt, an Anführungszeichen, einfach nur, weil die halt wirklich bei anderen Teams gespielt haben? Nee, deswegen nicht. Also mir war eigentlich relativ egal, wo die gespielt haben. Mir war halt immer nur wichtig, wie der ein oder andere performt. Also für mich war Fußball immer nur, was zeigt der Spieler kontinuierlich auf dem Platz. Und wenn das für mich einer war, der wirklich Tag für Tag, Spiel für Spiel immer wieder eine Leistung, die wirklich top, top, top war, auf den Platz liefern konnte, dann war das für mich ein Spieler, auch wenn es hart klingt, schon so als Vorbild so bezeichnen würde. So, ne? Weil klar, du hast dann Spieler wie Ronaldo und Messi, die siehst du jede Woche, die machen halt Hattricks, ist ja okay. Aber dann wirklich Tag für Tag einen Spieler zu sehen, mit dem du zusammenarbeitest und der das dann auf die Reihe bekommt, das ist halt nochmal was anderes. Weil du einfach siehst, okay, das ist Talent, irgendwo gepaart dann mit Kontinuität und mit harter Arbeit auch irgendwo. Und ich habe dann gesehen, oh, okay, komme ich jemals an dieses Niveau ran? Hm. Ne? Wo du dich so gefragt hast, okay, das ist halt vielleicht so dieses einzige Negative, wo ich gesagt habe, ich habe mir vielleicht zu viel Druck gemacht. Vielleicht auch so familiärer Druck. Ich glaube, der ein oder andere wird es kennen. Bisschen die übermotivierte Eltern oder speziell auch Väter haben. Gerade, ey, ich meine, wenn du teilweise dir Fußballplätze anguckst in diesem Land da, oder überall, wenn, was da für Leute da... Ja, da habe ich immer Glück gehabt. Ich hatte immer vollste Rückendeckung. Ja. Aber bei mir war es auch so, dass, und das fand ich voll schade, bei mir war es aber wirklich immer so, dass ich immer behauptet habe, bis heute, dass ich mental unzerstörbar bin, bis ich es mal nicht mehr war. Aber jetzt bin ich es wieder in meinem Kopf, wobei es auch wieder Quatsch ist. Aber nee, ist gut. Also ich glaube, du musst so denken. Das ja, ist richtig. Und als Kind
hatte ich das Gefühl auch, aber ich war es nicht, weil es war wirklich so, dass meine, und es tut mir total leid bis heute, weil ich sage, meine Mom und mein Dad haben nie ein Spiel von mir gesehen, wo ich abgerissen habe. Das ist natürlich auch als Torhüter, sind es dann meistens die Spiele, wo du sowieso vorher weißt, du verlierst, wenn du zum Beispiel im Pokal gegen Mannschaften spielst, wie in meinem Fall jetzt, ich habe in Sachsen Fußball gespielt, gegen Dynamo Dresden, gegen Erzgebirge Aue damals, RB gab es noch nicht. Und die konnten immer nie mit, weil die wussten, Große, wenn wir am Seitenrand Dann stehen, kannst du nicht. kann ich nicht. Okay, krass. Und das ist halt so, ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Druck vielleicht da kommt, im Sinne von, sie sind auch mit da, Ja. aber die haben das für mich, für mein Wohlwollen perfekt gelöst, indem sie eben gesagt haben, meistens, wir kommen nicht mit zugucken, weil sie wussten, dann bin ich abgelenkt und will halt gerade einen raushauen, weil ich halt zeigen will, was da halt für ein stabiler Sohn zu Hause ist als Torhüter. Und ich hab's. Und das ist jetzt krass tief, aber bis heute ist das natürlich auch noch so irgendwo drin. Jetzt nicht mehr mit Fußballprofi oder so. Aber es ist immer noch ein großer Anteil in mir, der natürlich immer sagt, auch, yo, meine Eltern wissen das. Und ich weiß auch, dass sie das wissen. Aber dieses Gefühl von, ja, ich will es für mich. Aber ich will auch, dass meine Eltern einfach Naja, davon auch was haben, ich so, weiß, was weißt du du? meinst, So, ja. und das kenne ich absolut. Aber du hast dann, sage ich mal, wie bist du mit dem Druck umgegangen dann mit dir selbst? Also, weil das ist ja auch eine Sache, die ein Kind. Ich habe es erst danach gemerkt, Ja. währenddessen nie, aber das ist ja auch, bei dir hat es ja auch in dem Sinne, ja, man kann ja sagen, es hat ja funktioniert. Also, es kam halt irgendwann dann der Step. Ja. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Sprichwort. Es hat dann irgendwann funktioniert, weil ich halt, wie gesagt, ich habe schon immer dran geglaubt, dass ich es schaffe. Aber es war nie so dieses smoothe, vielleicht, keine Ahnung, wir hatten so eine Bilderbuchkarriere auch in der Jugend gehabt, vielleicht so ein Götze oder so, der halt wirklich in allen seinen Jugendbereichen immer gespielt hat. Keine Ahnung, mit 17 schon hoch zu den Profis, dann direkt da auch Double gespielt. gewonnen und Also, das ist wirklich so eine Art Fahrstuhlkarriere, die es halt einmal von 1 Million Fällen gibt. Aber der Normalfall ist halt, und auch da hast du ja gesehen, ja, also was dann natürlich dann darüber hinauskommt, passieren wieder kann so, ne? das sind dann natürlich nochmal andere Themen, aber ich meine, so dieser Step von Jugend dann Richtung Männerbereich, der ist ja eigentlich so der schwerste, den man hat. Und ich muss sagen, bei mir war es halt sehr, sehr oft auch so, dass ich diese Gedanken hatte, okay, macht das überhaupt noch Sinn zu spielen, weil der Druck einfach wirklich teilweise sehr, sehr groß war, so was Familie angeht Wie alt und warst du da? Also, wo sind wir da gerade? so in dem Bereich 14, 15. Boah, krass. Krass, Also ja. ist schon nicht einfach und ich glaube, ich bin bei weitem nicht der Einzige, dem es genauso geht. Und ich bin da auch wirklich bei jedem Spieler oder Kind, was sagt, ich kann es einfach nicht mehr machen, dem fühle ich zu 100%, weil ich hatte diese Gedanken auch zig Male, habe dann aber gesagt, ey, du bist jetzt so weit gekommen, selbst wenn es mein Vater ist in dem Sinne, wie, also warum hat er das Recht, dich so in deiner Art und Weise runterzuziehen, dass du so eine Gedanken hast? Sondern mach's jetzt für dich einfach, weißt du? Und das war halt bei mir so oft der Fall, dass ich nach Spielen, keine Ahnung, also klar, er war bei fast jedem Spiel zugucken und dafür bin ich ihm extrem dankbar. Er hat mich supportet auf seine Art und Weise, gleichzeitig sehr, sehr viel Druck ausgeübt. Ich glaube, deswegen ist es halt auch so. Aber ich glaube, nie böswillig. Nein, 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 Das ist natürlich nein. nie Also. böswillig. Um Gottes Willen, das will ich ihm auch gar nicht unterstellen und ich weiß auch, dass er es nur gut gemeint hat mit mir. Wie gesagt, deswegen sage ich, auf seine Art und Ja, Weise supportet hat, ne? klar. Also klar, im Das ist bei Nachhinein. mir zum Beispiel, ne, immer vom Training abgeholt, dreimal pro Woche und Ja, dann ja. Sonntag noch irgendwo zum Treffpunkt gefahren. Definitiv. Und Papa ist immer mit Ja. aufgestanden. Und wenn du Das halt, ist nicht immer, selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist über nicht Jahre, selbstverständlich. ja. Deswegen, also ich bin Mama ihm. auch. Ja, natürlich, Doppelpack natürlich immer, ne? Bei mir war es genauso. Aber im Nachhinein
hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass, wenn ich mal so ein schlechtes Spiel gemacht habe oder so, dass sie mal sagen, weißt du was? Ein Spiel von 34, du hast nächste Woche wieder die Chance, es besser zu machen. So, das hätte so viel Druck von einem Kind genommen. Also, wenn er jetzt so mit mir redet, dann ist mir das scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, ne? Weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, dass ein Spiel nicht mein ganzes Leben zerstört. Aber an dem Alter denkst du wirklich, jedes Spiel Los, könnte das Karius. letzte sein. Ja, Ohne Witz. klar, Du klar. denkst wirklich, wenn du jetzt schlecht spielst, dann wirst du kein Profi. Also, Ja, so krass es klingt. weil das halt auch so. Ich finde es halt cool, weil wir haben halt, sage ich mal, also, ohne dir jetzt so nahe zu treten zu wollen, in meinem Kopf haben wir beide gleich hart dafür gearbeitet. Und du hast geschafft und das ist mega geil und ich freue mich einfach für dich wie Sau. Würde ich auch Aber gar ich nicht wirklich. bezweifeln. Ich habe nicht weniger gegeben. Und deswegen finde Glaube ich ich es auch nicht, total ne? spannend, das jetzt zu beobachten, weil die Perspektive die gleiche ist von Ja. jemandem, der es geschafft hat und von jemandem, der es nicht geschafft hat. Na. Dieses Opfer zu bringen und diese Bereitschaft und das alles halt durchzuziehen für sich selbst, für die Ziele, für die intrinsischen, für die extrinsische Motivation. Was mich zum nächsten Punkt auch bringt, den ich gerade schon fragen wollte, das hast du auch gerade schon gesagt, ne, mit 14, 15. Ist das Kind gerecht? Und dann bist du später zu Hertha, ab der U17, glaube ich, ne? Das war danach Frohnau. Also Genau. der hat jüngerer Jahrgang C-Jugend, älterer Jahrgang C-Jugend bei Frohnau. Und von da, wie gesagt, dann kamen so diese ersten Schritte Richtung Berliner Auswahl. Da auch gut performt. Dann auch Lehrgänge bei der Nationalmannschaft. Und dann hat halt kein Weg mehr dran vorbeigeführt, dass ich halt zu Hertha muss. So. So, und dann war das ja in dem Sinne, okay, alles klar, jetzt bist du auch bei einem Verein, wo du weißt, wo du eigentlich endest, wenn du den kompletten Weg hier Genau. durchgehst bis zum Ende. Genau. Macht das dann noch mehr Druck oder nimmt es ein bisschen Druck weg, weil du diesen nächsten Step geschafft hast? Und wie gesagt, ist das Ganze, und das ist ja eine Frage, die stelle ich sehr vielen und eigentlich auch den meisten Sportlern und Sportlern hier in meinem Podcast immer wieder, weil die individuelle Betrachtungsweise sehr spannend ist. Ist das kindgerecht? Das System in Deutschland, das vielleicht einzig Mögliche, was dir ermöglicht, mal irgendwann top-notch anzukommen und Profifußballer zu werden. Oder Berufsfußballer, allein das, ne? Ja, Also, immer, also ich um weiß, Profi. was du meinst, ja. Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich würde versuchen, vielleicht beide Seiten der Medaille so Ey, ein wir haben bisschen Zeit, wir haben zu auf jeden beleuchten, Fall. weil ich glaube, es ist falsch zu sagen, es geht gar nicht. Und ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, es ist genau das Richtige. Weil, wenn ich mir so angucke, irgendwann muss halt der Punkt kommen, wo du den Menschen, klar, kann man jetzt wiederum auf die andere Seite springen und sagen, ist es kindgerecht und ist es gerecht, in dem Alter schon so mit Menschen umzugehen und zu sagen, weißt du was, mir passt deine Körpergröße nicht, mir passt dein erster Kontakt nicht. Hier, such dir mal einen unterklassigen Verein und bewirb dich vielleicht später nochmal, so auf gut Deutsch gesagt. Und aber auf der anderen Seite musst du halt sagen, es ist irgendwie natürliche Selektion in dem Sinne. Also, auch wenn es krass Mehr weiß klingt. nach oben, Genau. du hast. Weil du kannst nicht jeden nach oben mitnehmen. So ist es halt. So ist es halt im Fußball, so ist es im Leben, so ist es im Geschäft. Der Stärkere überlebt. Oder beziehungsweise der am stärksten angepasste. So Darwin'sche Prinzip. So Das klingt halt funktioniert super das hart, Leben. ne? Aber Es es klingt ist mega halt. hart. Aber am Ende des Tages sage ich dir, es muss auf eine Art und Weise sein, weil sonst hast du nicht diese krasse Leistungsdichte ganz, ganz oben. Die natürlich auch der DFB anstrebt, Natürlich, das verstehe ich schon, aber ja. aber die Frage ist ja trotzdem, das schon von einem Kind zu verlangen. Ja. Das ist also, ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht und du weißt, wie es mir ging vor Ja. einiger Zeit so und wie so mein Weg aussah und so weiter und so fort. Und andersrum, wir haben immer viel gefacetimed und ich weiß auch, dass du schlechte Phasen hattest und schwierige Phasen, wo man auch hinkommt dann. Aber da waren wir erwachsen und da kannst du es irgendwann abschätzen und da kannst du es irgendwann absehen, was haben meine Handlungen für Folgen. Aber also ein Kind kann es ja null absehen, was eventuell passieren kann, wenn es sich, sage ich mal, so einem Konkurrenzkampf ja auch hingibt. In jungen Genau, Jahren. genau deswegen meinte ich ja, es ist wichtig, dass man beide Seiten betrachtet. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ist es
altersgerecht? Also ist dieses Alter, wo es anfängt, dann hier mit Ellbogen und Ab wann hier. ist das deiner Meinung nach? Wann ging das so los, dass du das Gefühl hast von, jetzt sind wir aber nicht Ich mehr alle glaube lieb in der Kabine, jetzt ist schon dann langsam so ein schon, dass es bisschen. dann bei Hertha dann angefangen hat. Also ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich erst in der U16 da hingegangen bin. Also ich glaube tatsächlich, dass es bei solchen Vereinen, vielleicht bei Union jetzt nicht so krass, ne, in der Jugend zumindest, aber bei so Vereinen wie Hertha, bei RB jetzt mittlerweile sogar noch krasser, dass das dann schon so ab 13 Jahren dann so in die Richtung geht. Weil du So musst das dir vorstellen, diese Vereine, die scouten ja in ganz Deutschland, teilweise in Europa. du hast, ich bin keine Ahnung, wie viele tausend Real Madrid-Camps du hast Es in ist Deutschland Wahnsinn. jedes Jahr, Das ja? ist Wahnsinn. Und überleg mal, wie viele Spieler von da überhaupt mal zu einem normalen Training dann von Real Madrid eingehen. Also das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte. Soweit ist vielleicht Deutschland noch, also in dem Sinne noch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages hatte ich Glück, dass ich erst relativ spät in so In ein, diesen Kosmos rein in, bist, genau dann. in dieses Haifischbecken dann reingekommen bin, weil ich dann diesen Genuss von Fußball einfach, also nur Fußball zu spielen, ohne sich Gedanken krass machen zu müssen, wie es dann in der Zukunft weitergeht, hatte ich halt relativ lange, so bis 15 Jahre. Und dann habe ich aber selber gemerkt, okay, du bist mental soweit, dann in dieses Becken reinzuspringen und dann musst du dich halt behaupten. So. Das war bei mir zum Glück so, dass ich mich auf Anhieb echt gut durchgesetzt habe. Ich hatte wenig mit Verletzungen zu kämpfen am Anfang. Habe oft gespielt, viel gespielt. U16, U17 Jahre dann bei Hertha auch sehr gut gewesen. Dann auch relativ schnell, was wir schon angesprochen haben, dann auch Richtung Nationalmannschaft. Ich Also hatte mich dann für die türkische türkische, entschieden, genau, ja. um das noch mit hinzuzufügen, ich hatte mich dann für die türkische entschieden, weil es in der deutschen dann einfach die Leistungsdichte dann auch ehrlicherweise zu hoch war, beziehungsweise dann auch zu gute Spieler einfach waren, wo ich einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Stand war, muss man auch einfach dazu sagen. Aber ich hatte auch eine sehr, sehr schöne Zeit, dann das Land meiner Eltern so zu vertreten, war eine Du mega hast ja auch Erfahrung. U17, U18 hast du, glaube ich, gespielt, ne? Genau, Und U17 und elf U18. Länderspiele gemacht insgesamt. Also laut Ja, transfermarkt.de 11, 11 waren es. elf Länderspiele 11 Spiele. gescored. Einmal, ja. Was war das für ein Gefühl? Es war brutal. Also hast du es noch im Kopf? Da Ja, haben wir noch, ja, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, ja. Haben wir über nicht? dein Länderspielturnier, ne? Okay, krass.